Ja, ich habe heute eine Wahnsinnsgeschichte für euch. Einen echten Knüller. Oh, bin ich aufgeregt. Wir berichten direkt aus dem Klassenzimmer der ersten Klasse. Ja, im Moment ist dieser Klassenraum der ersten Klasse noch völlig leer. Ja, keine Schüler drin. Aber in der nächsten Sekunde oder in einigen Sekunden wird sich die Tür öffnen. Diese Tür hier drüben, die wird sich gleich öffnen. Und dann werden sich die Schulanfänger hier durch diese Tür in Scharen hindurchdrängeln hinein in diesen Raum. Ja, und der Lehrer wird mit ihnen kommen und das Klassenzimmer wird voll sein. Ja, jeden Moment, jede Minute. Ja, gleich. Naja, vielleicht dauert es auch noch ein Weilchen, bis sich unser Klassenzimmer mit unseren neu gebackenen Schulanfängern füllt. Unterdessen können wir uns ja etwas umsehen. Hier in diesem Klassenzimmer. Aha, na, was haben wir denn hier? Aha, das hier, meine Damen und Herren, ist ein kleines Schreibpult. Stimmt genau. So, jetzt öffne ich es mal. So, ja. Ja, und hier in diesem Pult sehe ich eine ganze Menge Bleistifte und Pinsel und Papier und was man sonst noch so alles in der Schule braucht. Na gut. Nun, Sie sind noch nicht hier, aber ich weiß genau, Sie kommen. Sie werden sich nur ein bisschen verspätet haben. Na, macht nichts. So, da wir gerade von Pulten sprechen, hier haben wir ein großes Pult. Denn das ist ein Lehrerpult. Ich erkenne es daran, dass es groß ist. Und weil darauf Bücher liegen, die der Lehrer braucht. Und hier sind auch noch Spiele. Denn in der ersten Klasse lernt man nicht nur lesen und schreiben, sondern spielt auch manchmal. Ja, was denn noch alles? Was haben wir denn noch? Ach, hier drüben haben wir, Farben und viele Pinsel. Ach ja, in der ersten Klasse malt man auch Bilder. Also wenn ich nur wüsste, wo die bleiben, Na, die wollen mich an der Nase rumführen. Die sind sicher hier drin, hier in diesem Raum. Kommt raus! Ah, das ist nur ein ganz winziger Waschraum. Ach ja, hier ist ja noch was. Sehen wir uns das mal an. Also, das ist ein sehr wichtiges Ding in der ersten Klasse. Das ist nämlich eine Tafel. Ja, man schreibt darauf mit diesem weißen Zeug hier. Es heißt Kreide. Und wieder abwischen kann man's mit diesem Schwamm hier. Wenn die jetzt aber nicht bald kommen, dann weiß ich auch nicht mehr, was ich... Nein, nicht weggehen. Dort drüben haben wir ein Klassenfenster und, da ist ja noch eins. Ach, schön, schön. Das war höchste Zeit. Da bin ich aber froh, dass Sie endlich da sind. Ach ja? Ich nehme an, dass Sie die Lehrerin sind. Nee, ich bin die Klempnerin. Hä? Ich will hier die Hähne nachsehen. Ja, aber Sie dürfen noch gar nicht hier sein. Na klar, ich hab doch einen Auftrag, die Hähne nachzusehen. Aber wo sind denn die anderen? Wo sind denn die Schulanfänger? Ach, wahrscheinlich zu Hause, schätze ich. Packen ihre Ranzen und freuen sich auf den großen Tag morgen. Welchen großen Tag? Na, auf den ersten Schultag. Und ich hab gedacht, heute ist der erste Schultag. Nein, nicht heute. Morgen. Morgen ist der erste Schultag. Oh nein. Ich wollte doch eine Reportage machen. Ach, da kann ich Ihnen helfen. Wenn Sie das wollen. Ja. Keine Sorge, die können Sie mit mir machen. Wirklich? Klar, ich bin Klempnerin. Was meinen Sie, was mir täglich so passiert? Ja, also, ich erzähle Ihnen, was ich erlebt habe. Ja, los. Es begann in einer dunklen und schaurigen Nacht. Mein Telefon klingelte so um Mitternacht. Und Sie ahnen nicht, was der Typ so spät wollte. Was wollte er denn? Ein Krokodil lag in seiner Badewanne. Krokodil, ja. Ich musste dann meinen Trenchcoat anziehen und die Stiefel, den Regenschirm aufspannen. Donnerwetter, und wie ging's weiter? Das ist ja eine tolle Geschichte. Der Regenschirm klemmte. Oh,